Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker, Part Nummer 8, 9, 9 rum, ja. Ja, 9. Im letzten Part haben wir Wingo besiegt und haben festgestellt, dass wir dann nur mit Toadette weiterspielen können. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch mal ganz kurz hier zeigen. Ihr seht hier unten die Bestzeit 15 Sekunden mit einem Sternchen hinten dran. Ich habe halt, ja, jetzt zwischendrin habe ich mal versucht, das Ganze zu machen, und es ist wirklich sehr knapp. Also ich habe da, gut, ich bin jetzt eine Sekunde besser gewesen als die Zeitvorgabe. Aber wie man halt hier sieht, scheint es wohl echt nur rein optional zu sein. Also in dem Sinne, es ist Speedrun-mäßig aufgebaut. Also man muss wirklich am besten gar nicht stehen bleiben, außer an Stellen, wo man stehen bleiben muss. Muss man durch die Level rennen und das dann schaffen. Ich meine, ich habe es ja auch im letzten Part schon ein paar Mal versucht hier bei dem hier. Und da ist mir dann natürlich auch aufgefallen, dass das Ganze, obwohl das Level kurz ist, das doch relativ problematisch sein wird, gerade im Let's Play. Deswegen sage ich mir einfach, gut, ich würde zwar gerne 100% erreichen, klar, aber ich sehe diese Zeitvorgaben rein optional an. Also, dass ich die jetzt nicht unbedingt im Let's Play machen werde. Werden wir mal sehen, ob ich das privat dann schaffe. So, aber erstmal hier das Bonusding, gerade weil ich es sehe, einfach nur so just for fun. Und dann geht es danach dann auch direkt mit Toadette weiter. Geben einen Pilz, einfach ein paar Münzen sammeln. So, ich nehme einfach mal das hier, weil ich halt das irgendwie besser finde. Ich frage mich halt jetzt nur, ob man die jetzt, ja, das war vermutlich falsch gespielt. Ob man die halt an bestimmten Stellen halt treffen sollte, oder ob man jetzt, ja, oder ob man einfach gleich aktivieren sollte. Aber ist auch nicht so wild. Das sind ja im Prinzip auch nur dafür gedacht, dass man hier, ja, dass man sich Leben holt. Oder wenn man halt das Level spielen will, dass man, ja, dass man da irgendwie das Ganze wieder öffnen muss. So. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das so aufgebaut ist, dass wenn man die Zeitvorgabe schafft, dass dann halt die ausgegraute Zeit dann halt, ja, dann so genauso, wie man es hier sieht, angezeigt wird. Und dass dann halt das Ganze dann nur noch mit dem Sternchen versehen geschafft ist. Und das war's dann auch. Aber wie gesagt, nicht lange hin und her quatschen, optional. Ich muss jetzt gucken, wie ich diesen Goldpilz einsammle. So, bin ich mal gespannt, weil das würde ich gerne im Let's Play machen, klar, mit dem Abhaken von den Items. Also mit den Extra-Aufgaben. Ich glaube sogar fast, dass ich das so machen muss, dass ich irgendwie von oben runterspringen muss, um das zu machen. Könnte ich mir fast vorstellen. Das ist jetzt nur die Frage, an welcher Stelle runterspringen, gell? Ich laufe einfach mal runter und guck einfach mal. Okay, also überall, wo diese Felder sind, rutscht man. So oder so. Okay, alles klar. Weil da war ich mir nämlich nicht sicher im letzten Part. Wäre auf jeden Fall dann lustig sein, wenn wir hier gegen, ja, wenn wir dann gegen hier. Was heißt gegen? Wenn wir dann unseren Pixel-Toad finden. Vielleicht ist es sogar Pixel-Toadette. Könnte ja sein. Ja gut. Ich überlege mir halt nur wieder Sachen, die ich nicht wissen kann. Oder erstmal gucken, was hier drin ist. Gell? Chuck, komm mal her hier. Mach mir das mal auf hier. Also Chuck, der läuft immer in die Richtung, wo ich stehe. Also egal, was ich mache. Okay, da ist nur ein Pilzchen drin. So, okay, also ich kann hier jetzt nicht an der Stelle runterspringen. Okay. Kann ich überhaupt das machen irgendwie? Bin gerade überlegen. Erstmal nach oben. Okay, alles klar. So, den Steiger können wir lassen. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich halt irgendwie von oben da nach unten springen kann. Ich könnte mir das schon fast vorstellen. Muss halt nur gucken, an welcher Stelle am besten. Mal hier vielleicht runter. Ja, dass ich hier so runterspringe, vielleicht. Na? Okay, alles klar. So kriegt man den. Gut. Also man muss halt hier jetzt besonders dann auch auf die. Jep, 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 jep. Okay, wenn man hier Münzen sammeln müsste, dann hätte man hier einiges, was man holen könnte. Aber gut, dann passt das ja soweit. Okay. Also gerade bei solchen größeren Level auch immer beachten, dass man von oben runterspringen kann. Dann passt das soweit. Sind wir dann nur noch unseren Pixel-Toad finden. So, übrigens finde ich es auch schön, wie oben links die Lebensanzeige jetzt auch wirklich Toadette ist und nicht Toad. Na, es bleibt trotzdem Toad, okay. Hätte mich auch leicht gewundert. So, jetzt sind wir mal gespannt. Gerade bei den größeren Ländern wird es ja dann interessanter, wo man den dann finden könnte.
Könnte natürlich sein, dass er irgendwie gleich am Anfang irgendwo ist oder so. Darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben ja schon festgestellt, dass er sich auch ja, wirklich überall verstecken kann. Wir müssen jetzt erstmal wirklich hier links zum Chuck gehen, einfach nur um zu gucken, ob er vielleicht da links ist. Na gut, falsche Richtung gedreht, aber es zählt trotzdem. Na, Chuck, alles klar. Komm, fall mal runter. Einfach nur, weil du es kannst. Aber es scheint nicht jetzt sein. Okay. Einfach weiterlaufen. Er springt immer runter. Na gut. Ja, ist halt die Frage jetzt, weil man kann hier wohl, wenn man jetzt sich die Wege anguckt, das Ganze doch leicht verpassen. Zum Glück kann man den Token. Oh, ich sollte das vielleicht auch da dran gehen, wenn ich es drehen will. Dass man halt dran vorbeiläuft, sage ich einfach mal. Oder man hört ihn eventuell. Oh, ich höre ihn. Oder? Ich habe ihn noch ganz leicht gehört jetzt. Ich höre ihn. Ja, kann sein, dass er hier irgendwo zwischendrin beim Drehen versteckt. Ja, da unten ist er doch schon. Alles klar. Sehr schön. Also das hilft ungemein, dass man ihn hört. Wenn man ihn ohne Geräusche suchen müsste, wäre es garantiert um einiges schwieriger. So, alles klar. Schön, ja. Dann nehmen wir direkt ins nächste Level und auf dem Holzweg ans Ziel. Okay. Okay, gucken wir mal. Das ist halt das, was mir an dem Spiel so sehr gefällt, dass man halt wirklich in jeder Welt was Neues zu bieten hat. Es ist zwar dasselbe Spielprinzip. Okay, mal eine kleine Welt, aber trotzdem mit vielen Sachen. Okay. Und unten ist der Stern. Ich finde es schön, wenn man hier die Kamera in der richtigen Geschwindigkeit dreht, dass halt der Stern dann stehen bleibt. So, okay. Also da oben haben wir ein Superjuwel. Dann wird vielleicht einer von den Gegnern Superjuwel haben. Und ziemlich viele Schalter, wenn man sich das hier mal so anguckt. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht eine Brücke, die sich erst aufbauen muss irgendwie. Na ihr, geht's euch gut? So. Gut, okay, einfach also ganz gemütlich jetzt Schalter drücken. Das ist wohl Holzweg damit gemeint, dass man. Ah, okay. Das ist halt extra für die Schalter gedacht. Und dann sind die. Ja, sind die jetzt leider wach geworden. Okay. Warum kann man da nach rechts? Ich möchte mal kurz gucken, weil es kann ja immer wieder was versteckt sein. Wisst ihr ja? Ja, okay, wegen Münzen. Aber gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir halt Münzen sammeln müssen. Haben wir ja auch beim letzten Part festgestellt, wegen dem Bosskampf. Dass wir da, ja, Münzen sammeln mussten. Was auch ganz praktisch ist, wenn man sich dann da gleich drum kümmert. Da muss man es nämlich nochmal machen. Oh, okay, hier haben wir den Schlüssel. Die Tür haben wir ja unten gesehen. Eieiei. Sollte vielleicht bei sowas nah dran gehen, damit man halt es hier dann so besser sieht. Okay, ich kann mit dem Schlüssel wohl nicht klettern, also muss ich runter. Hoffe ich doch zumindest. Ah, da ist wieder einer unserer Maulwurf-Kollegen. Na du? Okay, der ist ziemlich schnell, wenn man ihn nicht unbedingt jetzt in die Ecke drängt. Na, jede Münze einsammeln, jede Münze zählt. Okay, wie mache ich das am besten, dass ich ihn kriege? Einfach ihm ins Innenweg laufen. Okay, alles klar. Dankeschön. Ich lasse den Schlüssel einfach mal liegen, weil ich denke mal, dass er verschwindet. Es sei denn, wir spielen hier Donkey Kong für den Game. Doch, er verschwindet. Okay, alles klar. Aber er braucht eine Weile, bis er verschwindet. Gut. Haben wir das zumindest mal gesehen? So, hier haben wir dann wieder Sachen. Ja, gut, das hätte ich vielleicht auch auf den Gegner werfen können. Ist jetzt natürlich nur die Frage. Was mache ich mit dem Schlüssel hier unten? Ich glaube, den habe ich nicht hier unten gebraucht. Wo ist denn eigentlich nochmal die Tür? Ich muss gerade mal kurz gucken. Hier ist die Tür, okay. Also muss ich damit irgendwie von oben runterspringen, gell? Bin nur gerade überlegen, an welcher Stelle am besten. Gute Frage. Nächste Frage. Ich bin gerade so leicht verwirrt. Mama, ich tu mal den Schlüssel wieder. Oh, ich wollte nicht runter, wäre mal. Ist ja eh egal. Der spawnt ja wieder an derselben Stelle dann. Da hinten. Wie komme ich denn an den Schlüssel? Ich glaube, ich muss erstmal hier verschiedene Schalter drücken, bevor ich an den Schlüssel denke. So, okay, das können wir nutzen, um die Pflanze zu vernichten. Die wohl irgendwas macht, weil man hier sieht man muss ja wohl echt lang. Problem ist nur, wie komme ich jetzt an die dran? Achso, gut, okay, so rum. Alles klar. So, ja, die würde ich gerne abwerfen. Muss ich halt jetzt hier ein bisschen timen. Na, kommst du zurück? Alles klar. Oh,
Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Nein! Ach so. Gut, okay, ich war jetzt gerade extrem verwirrt. Und zwar, kurz erklären, was passiert ist. Ich bin irgendwie über die Leiter auf die Pflanze gesprungen, bin aber leider dann an den Stacheln von den, ja, von den Typen hängen geblieben. Okay, alles klar, gut. Haben wir das Level jetzt mal schon mal grob gesehen. Nachteil ist nur, wenn wir Münzen einsammeln müssen, habe ich die jetzt nicht mehr. Deswegen sammle ich die jetzt natürlich wieder ein. So, nach dem Schalter wird alles wach. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Und den Schlüssel nehme ich dann am besten mit, wenn ich, ja, wenn ich weiß, was ich damit mache. Es sei denn, ich könnte den Schlüssel auch zum Werfen benutzen. Also, dass ich halt damit Gegner abwerfe. Wäre doch vielleicht auch eine Idee. Aber ich kann ja nicht klettern, deswegen macht es hier nicht wirklich viel Sinn. Und unten den, wie heißt's? Den Maulwurf haben wir ja auch schon. Ich frage mich, ob das hier reicht. Jawohl, ich kann ja auch so ihn abwerfen, gell? Genau. Dann nehme ich das eine für den, das andere für den anderen. Wie? So. So, und damit könnte ich dann runter zum Stern eventuell. Denke ich mal, irgendwie. Ja, genau. Der eine ist halt wach und dann könnte ich halt hier runterspringen und dann nach rechts. Aber ich würde halt gerne noch gucken, was an der Stelle ist. Also man merkt schon, auch wenn die, wenn das kurze Level sind, man muss trotzdem immer darauf achten, was man hier alles macht. So, okay, alles klar. Natürlich nicht treffen lassen. Und jetzt erstmal gucken, was hier an Sache ist, bevor ich... Ach, hier brauche ich dann den Schlüssel, okay. Ah, ich sehe es gerade, ich kann hier... Ich hätte hier einfach hier runterspringen können. Ja, okay, gut. ja nun, da muss ich halt außenrum laufen, wieder hochzukommen. Okay, alles klar. So, sehr schön. Namawurfs, Kollege. Bringt natürlich nichts, ihn nochmal zu holen, weil ich habe das Ganze ja schon. Aber Münzen, 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 ihr wisst es ja. Selbst so eine Rübe sind Münzen wert. So, alles klar. Ihr wisst ja, nur für den Fall, dass, falls man Münzen braucht, dass man dann sie auch alle hat. Okay, also einfach da rechts runterspringen. Das hätte ich vielleicht mal vorher sehen sollen. Na, kommst du her? Uiui, ich sehe gerade nichts. Gut, dass sie nicht ganz an den Rand gelaufen sind, sonst wäre das böse gewesen. So, alles klar. Und da wird dann auch vermutlich der letzte Superjuwel drin sein. Ja, okay. Alles klar. Dann müssen wir das mit dem Schlüssel dann auch nicht mehr machen. Doppelt praktisch. Und jetzt gemütlich nach oben. Okay. Dum, 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 dum. Aufpassen, nicht an den Stacheln hängen bleiben. Das haben wir ja auch schon festgestellt. So, sehr schön. Also man merkt schon, man kann ziemlich viel hier in das Level einbauen, wenn man nicht unbedingt gerade ja, so failt wie ich. Ja, das mal... Quatsch, was laber ich hier? Also man kann viel mit einem so ein kleines Stück an Level machen, muss man dazu sagen. Ja, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen durch, aber solange ich halt halbwegs sehe, was im Spiel abgeht, ist doch alles okay, oder? Irgendwo? Alle Kriechpiranras besiegt. Okay, ich könnte auf den draufspringen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das versuchen wir nochmal. Also die einen hier mit Rüben abwerfen und die letzte draufspringen. Ja, jetzt wenn man es liest und dann überlegt man, aber wie macht man es und dann fällt es einem danach ein. Aber gut, selbst wenn, dann wäre ich nicht draufgesprungen. Uiui, Achtung. Könnte natürlich auch interessant sein, wenn man auf die hier ja so draufspringt, wollte gerade sagen, müsste dann auch gehen. So einen Schlüssel brauchen wir ja nicht. Und die obere, die können wir ja ganz gemütlich abwerfen. Genau. Ja, passt doch. Dann können wir das sogar relativ schnell machen. Wenn man bedenkt dann, wie kompliziert, leicht, exakt wie leicht dann ein Level ist, wenn man es halt schon einmal geschafft hat. Muss ich halt nur timen im Runterspringen. So, alles klar. Gerade mal kurz gucken. Also wenn sie irgendwie so an den... Ja, genau so. Ja, und dann sieht ihr mal, wie schnell man durch das Level durch ist, wenn man weiß, was man machen muss. Sehr schön. Yay! So, alle Kriechpiranras. Dann wissen wir zumindest mal, wie sie heißen. Kriechen, Kriechpiranras. Und dann nochmal unseren Toad. Nicht fallen. Da geht's lang. So. Da bin ich ja mal gespannt.
wo er sich versteckt hat. Am besten immer wieder ganz gemütlich suchen. Es kann natürlich auch wieder sein, dass er sich an der Stelle versteckt hat, wo einer von den Piranhas sind. Ja, ich höre ihn. Kann sein, dass er wirklich da unten ist, wo die schlafende Piranha-Pflanze ist. Die Kriechpiranha. Aber gut, wir haben ja jetzt schon festgestellt, wie schnell man da hinkommt. Hoffe ich doch, dass er auch da ist, weil ich denke es einfach mal, wenn sich da Captain Toad so bemerkbar macht. Er sagt, der Pixel Toad so rum. Ja, ganz gemütlich. Und falls nicht, können wir ja. Ist das Level ja noch nicht vorbei, wenn ich nicht gerade zum Stern laufen würde, in dem Sinne. So, alles klar. Hier wird es auf jeden Fall auch lustig, wenn man hier einen Speedrun machen würde. Aber. Ja. Ah, das war nicht gut. Das ist natürlich jetzt der Nachteil, wenn man halt nicht weiß. Wenn man halt, ja, wenn man daneben springt. So, aber der Weg ist ja an sich nicht so weit. Eigentlich überhaupt nicht. Einfach wieder hochlaufen, dann wieder runter. So, dann machen wir es halt jetzt mal richtig. Am besten, wenn es rauskommt. Na? Ah, verdammt. Na? Ja gut, das ist halt jetzt echt der Nachteil, wenn man halt dann auch noch getroffen wird. Ich glaube, ich sollte eher doch wirklich drauf springen, wenn sie reingeht, nicht wenn sie rauskommt, weil sonst springe ich ja direkt in die Stacheln rein, was dann ein Nachteil wäre. So. Also am besten, wenn es wieder zurückkommt. Na Mist, jetzt kriege ich das Timing nicht hin. Ja, vorhin hat es so gut geklappt. So, war hier eigentlich irgendwo ein Pilz versteckt, bin ich gerade überlegen. Nur für den Fall. Aber im schlimmsten Fall kann man ja nochmal neu starten. Da merkt man mal, wie schwer so ein, ja, so ein Pixel-Toad ist, wenn er... Da ist er doch. Alles klar. Den hätte man wohl auch nicht anklicken können, wenn die Piranha-Pflanze da noch gewesen wäre. So, da haben wir ihn. Ich bin gerade überlegen, ob ich das nächste Level schon angehen soll. Von Zeit her... Ja, komm, nicht lange überlegen, einfach machen. Lorenfahrt im Abendrot. Da muss ich natürlich jetzt wieder nach unten gucken, während ihr oben alles seht. Okay, da haben wir schon mal am Anfang einen... Ah, da muss ich dann wohl ums Eck denken, dass ich das hier jetzt gerade sehe. Aber wenn ich dann hier entlang fahre, dass ich halt dann von da unten nach oben schieße. Könnte ich mir vorstellen. Was haben wir hier versteckt? Ein paar Münzen. So, alles klar. Könnte natürlich sein, dass man hier auch wieder Münzen sammeln muss. Kann ja immer sein. Gut, dann gucken wir uns das Level einfach mal an und dann denke ich mal, dass wir dann wohl im nächsten Part das dann komplettieren werden. Weil ich muss jetzt nach unten gucken, was hier oben ist. Ihr seht dann oben vielleicht sogar mehr als ich. Wenn wir dann feststellen. So. Na, ich sollte vielleicht auch schießen. Falscher Knopf gedrückt. Okay, Piranha-Pflanzen. Oder alle Gegner besiegen, kann natürlich auch wieder sein. Gerade mal kurz gucken, wo war denn das oben hier? Genau hier. Gut, den haben wir. Um den müssen wir uns nie wieder kümmern. Natürlich ist die Frage, hier können natürlich auch überall Münzen versteckt sein. Na, ich schieße einfach mal in die Gegend. Okay, da haben wir noch einen von den... Oder auch wieder alle Punktkämpfer besiegen, kann natürlich auch sein. Dass die da hinten nicht zum Spaß sind. Mich stört halt nur ein bisschen, dass die Steuerung ein bisschen invertiert. Wenn ich nach oben drücke, dann drückt jeder auch nach oben. Dass ich dann... Ja, dass ich da ein bisschen verwirrt bin. Na, Achtung. Den haben wir noch, okay. Dann haben wir zumindest alle... Ja, alle... Superjuwelen bekommen. Die ist doch gut gelaufen. Wir werden wieder gleich rausgeschleudert. Natürlich ist die Frage, ob man wirklich alle Gegner besiegen musste oder alle Münzen sammeln oder was auch immer. Werden wir sehen. Am Ende heißt 100 Münzen sammeln. Sehr schön. Yay! Und ich denke mal, wenn hier der Toad versteckt ist, wird er vermutlich dann wieder irgendwo 140 Münzen. Wo waren denn bitte so viele Münzen? Da muss ich ja einiges übersehen haben. Nun. Aber das war ein kurzes Level. Deswegen suche ich trotzdem einfach mal Toad, einfach nur weil es kann. Nicht hinfallen. Spring da rein. So, okay. Also, ist gut. Es kann auch sein, dass ich viel übersehen habe, als ich die Juwelen gesucht habe. Aber. Wo sind dann hier dann sonst noch irgendwie.
Münzen versteckt? Okay, es sind jetzt erstmal gar keine Münzen mehr hier, gell? Großartig. Na, sehen wir den Tod hier schon am Anfang irgendwo? Wenn nicht, müssen wir halt wirklich während der Fahrt vielleicht sogar suchen. Kann ja auch sein. Okay, ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Dann dürfte er wohl bei der Fahrt irgendwo sein. Okay, das wird natürlich interessant, wenn man halt ihn verpasst während der Fahrt. Vielleicht soll ich auch einfach mal hier oben gucken. Also, dass ich halt jetzt genau das mir anschaue, was ihr seht. Vielleicht sehe ich ihn ja so. Also nicht wundern, wenn ich es hier irgendwie blöd werfe, weil ich ziel nicht. Ich gucke nur auf den oberen Bildschirm, dass ich ihn vielleicht sehen könnte. Ah, hier sind versteckte Münzen unter anderem, okay. Aber trotzdem sind 40 Münzen, die einem noch fehlen hier. Oder ich muss trotzdem zielen irgendwie. Kann auch sein, dass er am Fluss ist. Also wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal hier bewusst nach oben, weil das ich ja vorher nicht gesehen habe. Ich meine, im schlimmsten Fall hören wir ihn ja dann. Da wären auch noch Münzen gewesen. Also merkt schon, dass ich da vermutlich viele Münzen übersehen habe. Na? Ich warte jetzt einfach mal ab, bis ich beim Fluss bin. So. Gucken wir mal. Weil, ja, das Problem ist ja, nee, wir müssen ihn ja antippen, gell? Also kann er ja gar nicht. Oder doch? Hallo? Das ist jetzt eine gute Frage hier. Okay, nee, ich sehe ihn nicht. Und er ist auch hier nicht. Nicht, dass wir ihn dann vielleicht doch abschießen müssen. Könnte ja sein. Also ich habe ihn jetzt beim Runterfahren nicht gesehen. Deswegen habe ich gerade keine Ahnung. Ich wollte das Level verlassen, so rum. Aus Versehen unten rechts auf die Option gekommen. Und da haut er gleich wieder ab. Man merkt schon, da brauchen wir jedes Mal den Tod, damit man den wieder aktiviert. Dann, ja gut, dann machen wir es jetzt noch einmal. Und zwar werde ich diesmal halt jetzt wirklich unten auf dem, also auf das Gamepad schauen. Und dann vielleicht beim Abschießen irgendwas sehen. Vielleicht ist er irgendwo unter einer Pflanze versteckt oder sowas. Keine Ahnung. Kann ja alles sein. Oder ich habe ihn wieder wirklich am Anfang übersehen. Kann natürlich auch sein. Irgendwo hier. Hüpft er vielleicht rum? Ne, sieht nicht so aus. Oder vielleicht hier irgendwo unter den Blumen, wenn man die wegmacht. Ne. Ja gut, dann hätte man ihn ja auch gehört. Okay, gut. Ja, dann machen wir es einfach am besten nochmal einmal so. Dass ich während der Fahrt halt ziele. Ist nur ein bisschen schade, dass ich hier nicht gleichzeitig die Münzen sammeln kann. So. Ich gucke mich halt jetzt wieder ein bisschen in meinem Innern um. Von den Sachen, die man halt von außen nicht gesehen hat. Oder könnte ich ihn dann vielleicht doch antippen? Bin ich gerade überlegen. Ich weiß es nicht. Also ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung. Nur hier an der Decke vielleicht oder so? Nee. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende, gell? Also ich habe keine Ahnung. Hier ist er auch nicht, hier am Ende. Oder vielleicht hier oben. Achso, da unten links. Okay, gut. Ich bin zu früh runtergesprungen. Also, okay, merken. Bei den Lorenfahrten kann man nicht antippen. Also entweder am Anfang oder am Ende. Dann passt es ja. 140 Münzen. Ich weiß immer noch nicht, wie das machbar sein soll. Wo habe ich denn da überall Münzen übersehen? Wisst ihr was? Bevor ich hier quatsche, versuche ich es einmal. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich es halt im nächsten Part. Here I go. So, aber dafür müssen wir hier am Anfang auch gleich alles einsammeln. So. Alles klar. Ja, werden wir dann sehen. Also merkt schon, die Toadette-Aufgaben sind schon ein bisschen schwieriger, wenn man sich das mal so anschaut, so generell. Na, hier auch nichts versteckt. Die geben auch jeweils eine Münze, okay. Aber hier ist nichts versteckt, gell? Oder? Ja, hier vereinzelt ein paar Münzen, okay. Achtung. Hier war dann wieder nichts. Wenn man hier jetzt genau 140 Münzen hat, dann wird es natürlich doppelt lustig. Na,
Ah, die da hinten, die Gegner. Uiuiui. Na, die Braurisch da hinten. So, okay. Und die natürlich auch. Ui, ja gut, es wird vermutlich nichts. Ich hab gerade die Münzen gesehen, ja. Ja, gesagt, ihr seht die ja nicht, gell. 143 habe ich erreicht. Okay, also waren da hinten im Eck ziemlich viele Münzen, die ich im letzten Part nicht, im letzten Run nicht geschafft habe. Okay, aber gut. Freut mich, dass es dann doch nicht so schwer war. Es kam mir ein bisschen viel vor, deswegen. Yay! Freut mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Game gefällt mir richtig gut. Also ich bin zwar schon gewarnt worden, dass die späteren Level, oder vielleicht sogar die Bonus-Level, könnte irgendwie sein, dass die einiges schwieriger werden. Also dass es da so ein paar gibt, wo dann wirklich, wo man sich ein bisschen ärgern könnte. Aber gut, es soll ja auch schwerer werden, weil sonst wird es ja auch zu langweilig. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Captain Toadette Treasure Tracker sehen wollt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.